Herzlich willkommen zum heutigen Webcast. Ja, es trudeln zwar immer wieder welche rein, aber für diejenigen, die schon warten, dann legen wir mal einfach mal los. Ja, schönen guten Morgen nochmal. Mein Name ist Per Kasten, bin Principal Consultant bei CA und ja, was der Consultant halt so tut, technische Beratung, sowohl in Kundenprojekten als auch bei den entsprechenden Partnern von uns. Das heutige Thema in dem Webcast ist, wie CA ArcServe mit virtuellen Umgebungen umgehen kann. Das Ganze, wie gesagt, als Webcast aufgesetzt, erstmal so ein theoretischer Teil und dann schauen wir uns nachher live die vier Produkte, je nachdem, schauen wir uns dann entsprechend live mal an, damit Sie einfach mal so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, was das Ganze oder wie das Ganze dann entsprechend aussieht. Vielleicht haben Sie es gesehen, der Webcast wird aufgezeichnet, das heißt, wir verteilen auch den Link. Diese Webcast-Aufzeichnungen sind alle bei YouTube, wie gesagt, einsehbar, das heißt, dort können Sie sich den entsprechend nochmal anschauen. Das Ganze, wie gesagt, über Cisco WebEx, das heißt, Sie hören den Ton über den PC, können unten entsprechend Fragen stellen, im Chatfenster bzw. unten im Formular. Und die werde ich natürlich im Anschluss natürlich gerne beantworten. Ja, das Thema, wie gesagt, so ein bisschen erstmal so anzufangen, zu sagen, okay, worum geht es eigentlich, was für Herausforderungen hat man in virtuellen Welten? Klar kann man die virtuelle Welt in der Physik betauschen, da gehen wir so ein bisschen drauf ein, in die Vor- und Nachteile, je nachdem, was man einsetzt. Und dann runtergebrochen in die entsprechenden Lösungen, die wir aus der ArcServe-Familie entsprechend anbieten können. Kleine Gegenüberstellung, einfach nur eine Folie und dann Gegenüberstellung, damit Sie einfach mal sehen, was für Möglichkeiten hat man da. Fangen wir vielleicht mal an mit den unterschiedlichen Sicherungsmethoden. Wenn man virtualisiert, das haben ja viele schon hinter sich, aber natürlich trudeln auch immer wieder noch welche nach, die einfach sagen, okay, virtualisieren wir das Ganze. Dann geht es ja natürlich los, die Server an sich werden irgendwie konvertiert, neu aufgesetzt, wie auch immer, und laufen dann als virtuelle Maschine. Erstmal kein Geheimnis dahinter, das ist alles ganz normal, da läuft irgendwie ein Linux, was auch immer da drauf, mit den entsprechenden Applikationen. Bei der Datensicherung sieht das ganze Thema vielleicht ein bisschen anders aus. Wenn man migriert, macht man das typischerweise so, dass man einfach das Konzept weiterbehält, das heißt, man installiert irgendwelche Agenten in die virtuellen Maschinen hinein und betrachtet also diese VM sozusagen wie eine Physik und macht das, ja, ich sag mal, wie bisher auch. Ist nicht ganz so schön, es gibt andere Möglichkeiten, das anders zu tun. Als Beispiel mal hier aufgezählt, VMware mit seiner vSTORAGE API, die ist ja eigentlich schon seit Anfang an gibt, mit verschiedensten Ansätzen das Ganze zu tun. Ich zeige auch nochmal nachher kurz, wie das Ganze eigentlich entsprechend funktioniert. Da gibt es einfach andere Methoden, eine virtuelle Maschine zu sichern, weil man da natürlich die Möglichkeit hat, ja, ich sag mal immer ganz gerne, von außen diese Maschine zu sichern. Nehmen wir mal die erste Methode, das heißt die Installation von Agenten in die VM hinein. Das heißt, eine VM wird betrachtet wie eine physikalische Maschine, die ist ja da ist ein Betriebssystem drauf, die ist im Netzwerk erreichbar, alles wunderbar, alles gut und schön. Vorteile sicherlich, das heißt, wenn Sie ein gemixtes Umfeld haben, die wenigsten haben so 100% virtualisiert, meistens haben wir noch 1, 2, 3 Server, die dann Physik sind, aus diversen Gründen auch immer, warum auch immer, einmal dahingestellt. Aber man hat natürlich gerade in so einem gemixten Umfeld natürlich ein gleichmäßiges Konzept. Das heißt, man muss sich nicht überlegen, ist es eine Physik, ist es eine virtuelle Maschine. Alles ist das Gleiche. Man kennt das vielleicht von früher her. Man installiert da einen Client-Agenten, sei es ein Filesystem-Agenten, sei es Applikations-Agenten, was auch immer. Klar, dadurch, dass man einen Agent, also eine Intelligenz in diese Maschine hinein installiert, hat man da natürlich auch die Möglichkeit bei der Wiederherstellung granularer wiederherzustellen. Weil eine Sicherung, okay, das ist leidiges Übel, das muss man machen, aber eigentlich geht es ja darum, das Ganze auch eventuell wiederherzustellen. Und da geht es dann darum, wie tief möchte man oder wie granular möchte man da eigentlich was wiederherstellen können. Sei es bei der SQL, bei der Datenbank, sei es beim Exchange, bis auf die einzelne E-Mail runter oder. Dateien mal ausgenommen, weil das sollte in der Regel auch immer möglich sein. Man möchte ja nicht immer die komplette Maschine, aber es geht eher darum, die Applikationen, wie tief kommt man da rein. Zuwachs- und Änderungssicherung, das ist immer so, ja, so ein leidiges Thema, gerade im Dateisystem, okay, da kann man das noch immer irgendwie hinkriegen, mit Zuwachs- und Änderungssicherung. Bei Applikationen sei es ein bisschen schwieriger, Applikationen irgendwie per Zuwachs- und Änderungssicherung zu sichern, mit einer klassischen Methode über irgendeine API, auf irgendeiner Schnittstelle, ist schwierig, außer man macht eben bei Datenbanken Transaction-Log-Sicherung und. Aber es ist sicherlich entsprechend schwierig, das zu tun.
Nachteil dieser Geschichte ist natürlich, dass auf der einen Seite ist sie gleichmäßig, das Konzept, aber auf der anderen Seite ist es irgendwie komplex, weil sie natürlich nichts von Datei- oder Dateiagenten haben, Applikationsagenten nichts haben. Die müssen wir alle mehr oder weniger unter einen Hut bringen. Das wissen Sie wahrscheinlich, wenn Sie mal als Beispiel mal einen Exchange-Agenten, der ja schon ein bisschen komplexer ist, den entsprechend aufsetzen. Langes Backup-Fenster, das ist wahrscheinlich das leidigste Thema, aber unsere Datenmenge nimmt ja immer mehr zu. Das heißt, ich muss auch irgendwann mal wieder eine Vollsicherung fahren und so weiter und so fort. Und da habe ich sicherlich, da hat auch die Problematik, dass ich dieses Fenster einfach gar nicht habe. Und ein Punkt, das ist der letzte, der taucht auch immer wieder auf, der ist aber nicht ganz zu vernachlässigen. Sie müssen natürlich auch Software erstmal installieren, die ganzen Agenten, und nachher dann auch pflegen, nachdem sie installiert sind. Da kommt ein Service Pack, da kommt ein Update und. Klar kann man das alles irgendwo remote machen und so weiter, aber nichtsdestotrotz, man muss es tun, je nachdem, wie viele Maschinen, wie die vor uns unter hat. Na, dann ist das schon ein bisschen Arbeit. Zweite Methode. Das Ganze von außen zu sichern, diese virtuellen Geschichten, das heißt per Snapshot zu sichern, bieten die Hersteller verschiedenste Methoden an. Also der Klassiker ist sicherlich VMware mit ihrer VStorage API. Früher hieß das Ganze mal VCB, VMware Consolidated Backup. Gibt es nicht mehr, diese Schnittstelle. Mittlerweile ist es eine andere Schnittstelle, wie gesagt, ist Teil der VStorage API. Nennt sich VDBK, wo einfach ja auf der einen Seite dieses Snapshot angestoßen wird und nachher auch auf diesen Snapshot zugegriffen werden kann, natürlich die Datensicherungslösung. Die Vor- und Nachteile, wie gesagt, es wiederholen sich schon so ein paar Sachen nachher entsprechend bzw. verschieben sich. Dadurch, dass Sie einen Snapshot haben, haben Sie natürlich eine große Datei. Das heißt, Sie können das Ganze auch wesentlich schneller sichern. Verkürzt wiederum das Backup-Fenster. Ja, große Datei, schnellere Sicherung, kürzere Zeit. Der Pfad auf diesen Snapshot, den können Sie typischerweise anpassen. Je nachdem, wie Ihre Infrastruktur aussieht. Gerade in größeren Umgebungen hat man einen Plan. Das heißt, meine Data Store, meine Platten für die virtuelle Umgebung liegen irgendwo im Plan. Primary Storage Platten, die ich dort habe, das heißt, mein Zugriff von dem Backup Server ist dann typischerweise auch im Plan, das heißt, performant, schnell. Oder iSCSI, die ja, ähnlich. Oder LAN, ganz normaler LAN-Zugriff, wenn man, wie gesagt, sowas nicht hat, beziehungsweise eine Besonderheit, gerade in der VMware-Umwelt, ist das sogenannte Hot-Head. Das heißt, dass der Snapshot einer virtuellen Maschine zugewiesen wird und diese virtuelle Maschine dann entsprechend sichern kann. Nachteil dieser Snapshot-Geschichte, man muss sich ja das so vorstellen, dass von außen ein Snapshot, das heißt, die Maschine wird eingefroren, ist sicherlich, dass die Datenkonsistenz ja nicht immer hundertprozentig sichergestellt werden kann. Weil, das werden wir gleich sehen, weil ich eine animierte Folie hier gleich auflege, wir werden einfach sehen, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, diese VStorage API betrachten wir jetzt ein bisschen nochmal vorhin. Die VStorage API stößt natürlich dann entsprechend den Snapshot an. Das heißt, der vS4-Kernel, das heißt, der Hypervisor-Kernel bekommt den Befehl, oh, da muss ich einen Snapshot machen von einer Maschine. Das heißt, er sorgt dafür, dass entsprechend über, bei Windows-Maschinen über VSS, dann durch die VMware-Tools hindurchgereicht wird, um zu sagen, okay, bitte sei mal konsistent. Aber sichergestellt kann das nicht werden, dass das auch wirklich funktioniert. Es kommt auch zu Timeouts und so weiter und so fort. Das heißt, es ist nicht 100% sichergestellt, dass das, was man dort sichert, auch Datenkonsistenz ist, betrachtet auf der Applikationsebene. Granulare Wiederherstellung bei Applikationen gegebenenfalls nicht möglich. Da muss man einfach schauen, was bietet die Lösung. Die Möglichkeit, da auch granular wiederherstellen zu können. Belastung des Hypervisors, das habe ich hier mal aufgeführt, verschiebt sich sicherlich je nachdem, wie die Infrastruktur entsprechend dort aussieht. Ja, betrachten wir mal, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Hier an Basis von VMware sieht bei Hyper-V, der Hyper-V-Einsatz ähnlich aus, in Anführungsstrichen ähnlich. Hier mal aufgezählt, oben links der ESX-Server, die vS4-Server, unten das VMFS, der Data Store der Maschinen, hier mal aufgelegt drei VMs mit jeweils nur einer Platte, in Anführungsstrichen am Backup-Server rechts, beziehungsweise die Benamung Proxy-Server, das ist so eine Besonderheit. Vielleicht, das ist der Server, der den eigentlichen Datenschutz nimmt. Das ist vielleicht nicht unbedingt der Backup-Server selber, sondern der Server, der nachher die eigentliche Datensicherung durchführt. Jetzt kommen einige Animationen. Ich hoffe, das kommt in dem Webcast hier jetzt entsprechend auch gut rüber.
Oben haben wir vielleicht einen vCenter-Server, das heißt Management-Server in der VMware-Umgebung, muss aber nicht sein, wie gesagt, ist, wie gesagt, optional. Das heißt, auf dem Backup-Server muss ich natürlich entsprechend eine Schnittstelle haben, das ist die vStorage-API, wo ich natürlich dann entsprechend erstmal sehe, in der Backup-Software sehe, wie sieht meine Struktur überhaupt aus, wie sieht meine vC4-Umgebung überhaupt aus, was für VMs habe ich da und so weiter und so fort, damit ich die überhaupt selektieren kann und nachher dann auch zur Sicherung anstoßen kann. WLAN, sei mal dahingestellt, das hat damit zu tun, wie ich den Zugriff nachher in den Data Store habe. Dann geht's los, also ein bisschen viele Animationen. Das ist diese Backup-Info, das heißt die Info, die ich nachher aus konfiguriere in der Datensicherungslösung, dass ich einfach Zugriff, dass ich einfach selektieren kann, welche VMs habe ich dort und kann dann, wie gesagt, darauf dann entsprechend selektieren und sagen, beispielsweise hier die VM 3 ist es, glaube ich, hier, die entsprechend gesichert wird und die dann entsprechend anstoße. Das heißt, diese Info geht an den vCenter Server beziehungsweise an den Hypervisor selber, das ist überhaupt optional. Dann gibt es hier eine ID, die da generiert wird und jetzt sorgt, das ist das Interessante, jetzt sorgt der VMware Server dafür, dass, wie gesagt, über die VMware Tools, die ich typischerweise in der VM installiert habe, dieser Befehl zum Snapshot durchgereicht wird. Das heißt, das Betriebssystem innerhalb der VM weiß jetzt, aha, dort wird von außen ein Snapshot gezogen und über VSS wird, wie gesagt, dafür Sorge getragen, dass es alles dann entsprechend konsistent ist. Dann wird das Volume, der Sync geht raus, das Volume auf dem VMFS, auf dem Data Store, wird entsprechend eingefroren. Das sieht dann entsprechend so aus. Und jetzt passiert Folgendes, das vertauschen einige nochmal genauer, wie eigentlich so ein Snapshot funktioniert. Beim Snapshot wird der Zustand eingefroren. Das heißt, die Maschine läuft und jetzt kommt der Snapshot-Befehl. Dann wird der Zustand eingefroren. Auf dem VMFS, auf dem Data Store, liegt ja eine VMDK-Datei, das ist jetzt die virtuelle Platte dieser Maschine. Die wird jetzt eingefroren, sozusagen read-only gemacht und alle Schreibveränderungen, die dann stattfinden, gehen in Redo-Logs. Ja, das heißt, die Maschine läuft weiter, alle Lesebefehle von der Maschine kommen aus dem read-only VMDK, aus dem Snapshot heraus. Findet jetzt ein Schreibvorgang statt, weil in der Applikation irgendwas verändert, ein Block verändert. Dieser Block nicht in das VMDK eigentlich reingeschrieben, sondern in das Redo-Log reingeschrieben. Das heißt, das Erstellen eines Snapshots und der Platz, also fangen wir erstmal mit dem Erstellen. Das Erstellen eines Snapshots ist sehr, sehr kurz in Anführungsstrichen. Das ist nur der Zeitpunkt, bis natürlich über VSS die jeweilige Applikation zurückmeldet, ja, ist alles in Ordnung. Ja, deswegen hatte ich vorhin gesagt, es kommt mal vor, dass es da zu einem Timeout kommt. Das kann mal passieren. Aber nichts, das sollte trotzdem innerhalb von ein paar Sekunden geschehen, dass der Snapshot gezogen wird. Der Snapshot, wie gesagt, dort liegt, das Read-Only, also Schreibveränderungen gehen in den Read-Log. Den Platzbedarf für einen Snapshot, der ist erstmal null. Ja, das ist nichts. Sie brauchen für den Snapshot erstmal keinen Platz. Sondern die brauchen den Platz für alle Veränderungen, die während der Snapshot besteht, die dann kommen. Dafür brauchen sie Platz. Weil dann landet alles in dem Redo-Log. Und, das werden wir in der Animation nicht ganz zum Schluss nachher sehen, wenn das Ganze aufgelöst wird, der Snapshot, muss er natürlich hergehen und dieses Redo-Information, also diese ganzen Veränderungen, die stattgefunden haben, die muss er natürlich abgleichen mit dem Snapshot, mit dem Read-Only-Bereich. Und das ist ein Punkt, der dauert sicherlich länger. Je nachdem, wie lange der Snapshot ansteht, sozusagen, wie lange er dort besteht, also solange das Backup eigentlich läuft, weil der wird danach gelöscht, solange, wie gesagt, ist dort der Snapshot vorhanden und je nachdem, wie lange, wie gesagt, das ist, wächst das ganze Redo natürlich an und dementsprechend kann das Auflösen eines Snapshots sicherlich einige Minuten dauern. Ja, wenn nicht sogar ein bisschen länger, ja, je nachdem, weil er natürlich das zwischendurch machen muss. Er darf ja
nicht die Belastung des Servers so weit runterschrauben, dass er da mit dem Abgleich zu tun hat, sondern man muss ja weiterhin mit der Maschine arbeiten. Jetzt ist der Snapshot erstellt und jetzt geht diese Rückmeldung zurück. Über den Kernel geht es zurück an die Backup-Lösung. Über den vCenter, okay, über eine Snap-ID, das heißt, dieser Snapshot hat eine ID, die geht zurück an den Backup-Server, Proxy-Server, das heißt, er weiß, aha, Snapshot ist gezogen. Jetzt muss er die Datensicherungslösung sich irgendwas mit diesem Snapshot machen, sprich sichern. Das heißt, die View geht zurück, die Information, und jetzt dieser Pfad, der jetzt zustande gekommen ist, nehmen wir mal hier einen Pointer, dieser Pfad hier unten, das ist der interessante Pfad, weil jetzt bekommt die Datensicherungslösung, der Backup-Server bzw. Proxy-Server, Zugriff auf den Snapshot, auf den Read-Only-Snapshot, und kann den entsprechend sichern. Das heißt, dieser Pfad hier, der sollte natürlich möglichst performant sein. Das heißt, dort wäre natürlich SAN am idealsten, HighSCSI oder wie gesagt, halt im schlimmsten Fall LAN. Oder es gibt noch eine vierte Option, das ist ein sogenannter Hot-App. Wenn dieser Sicherungsserver, Proxy-Server eine VM ist, das heißt, den gleichen Data-Store sozusagen Zugriff hat, dann wird dieser Snapshot dieser VM sozusagen zugewiesen im laufenden Betrieb und die wird dann entsprechend gesichert. Der Backup-Server ja, sichert jetzt diesen Snapshot verschiedenste Art, typischerweise immer per Voll. Das heißt, es wird immer entsprechend der große Klumpen sozusagen gesichert. Oder es gibt eine Besonderheit, bei Access Backup gibt es die Möglichkeit, dass man dort reinschauen kann sozusagen, dass sich Access Backup diesen Snapshot mountet ins Filesystem hinein und dann Datei für Datei sichert. Und das ja hier typischerweise auf einer Tape Library, aber kann natürlich auch irgendwo auf einer Platte sein. Das ist mal dahingestellt. So, wie gesagt, funktioniert das Ganze. Nachdem die Datensicherung dann fertig ist, wird, wie gesagt, der Snapshot dann entsprechend aufgelöst. Das ist die Theorie. In Hyper-V läuft es ähnlich, in Anführungsstrichen. Da ist es eher so, dass auf dem Hyper-V selber ein Windows läuft, dann läuft die Hyper-V-Rolle drauf. Das heißt, dort habe ich erstmal ein klassisches Betriebssystem, ein Windows-Betriebssystem. Und da läuft dann entsprechend das VSS, die VSS-Funktionalität, dass ich dort ein Snapshot entsprechend von meinen virtuellen Maschinen mache. Schauen wir uns mal die Lösungen an. Vielleicht noch mal ein bisschen zurück hier. ArcServe ist ja eine ganze Familie von Produkten. Das sind die ja, vier Hauptprodukte sozusagen. Das klassische ArcServe Backup, dann links unten das ArcServe D2D, einmal für die Linux, für die Windows-Version schon seit Jahren und ziemlich neu in Anführungsstrichen. Für die Linux-Variante gibt es auch ein D2D. Da gehen wir dann entsprechend ein, was eigentlich D2D ist. Dann geht es entsprechend rechts rum, dann zu ArcServe Replication und ArcServe Availability. Zwei Produktbereiche, die wir heute nicht so ganz ansprechen. Das ist einfach nur, damit wir es mal gehört haben, dass eine Replikationslösung, also möglichst effektiv Daten über eine TCP-IP-Strecke zu replizieren, beziehungsweise das High Availability ist eine softwarebasierte Hochverfügbarkeitslösung, entweder auf Applikationsbasis oder dass ich einen ganzen Server hochverfügbar mache. Wir werden gleich sehen, es gibt auch übergeordnet die sogenannten Central Applications. Die kommen aber gleich noch zum Tragen. Ja, Access Backup 16.5 aktuell. Wie gesagt, gibt es natürlich auch den Agenten für virtuelle Maschinen. Das sind mal zwei Screenshots, wie das im Access Backup Fenster dann entsprechend aussieht. Das heißt, ich selektiere beispielsweise mein VMware-System und mein Hyper-V-System und blätter dann entsprechend auf. Aber Sie sehen hier, dass es nicht weiter runter geht. Also Sie sehen vielleicht gerade noch den Maschinennamen, Sie sehen, okay, diese Maschine hat einen Laufwerk C, dann einen Laufwerk D, aber Sie können nicht weiter runter browsen, logischerweise, weil Sie wollen ja diese Maschine ziehen und nicht eine Datei aus diesem. Ja, das geht auch ja, technisch nicht. Hier bei Access Backup natürlich die ganzen Funktionalitäten, die will ich jetzt nicht einfach aufhören. Vielleicht noch ein Hinweis, es gibt noch neuerdings ein Update 3 mit einem zusätzlichen Update, wo dann entsprechend auch wie 4.5.5, also die aktuellen VMware-Systeme unterstützt werden, als auch die Windows Server 2012.2, Exchange 2013 und so weiter und so fort, also diese ganzen neuen Geschichten mit entsprechend neuer Unterstützung hier. Das heißt, Sie selektieren hier eine Maschine, egal welcher Seite, und dann wird entsprechend dort gesichert. In ArcServe Backup haben Sie neuerdings auch die Möglichkeit, den Pfad, den Datenpfad entsprechend vorzugeben. Das war
Nur zur Erinnerung, dieser, ja, dieser Pfeil unten rechts, wo, dann, wo ich gezeigt habe, dass es der Datenpfad, die Datensicherungslösung nachher an diesen Anlass-Snapshot herankommt. Das können Sie entsprechend konfigurieren in der Option von dem Agenten. Das war in der Vergangenheit so, dass es ja dynamisch versucht hat, automatisch zu erkennen, was nicht immer ideal war, sage ich mal. Deswegen hat man hier einfach die Möglichkeit, dass explizit entsprechend diese 4 bzw. 5 verschiedene Möglichkeiten hier vorzugeben. Bei der Wiederherstellung nachher haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, da reinzuschauen in den Snapshot, den Sie dort gesichert haben von dieser MarkVM und können dateibasiert und auf die einzelne Datei wiederherstellen. Bei Datenbanken oder Applikationen, andere Applikationen, haben Sie natürlich hier keine Möglichkeit reinzukommen, weil ja keine Intelligenz ja da ist. Es ist ja keine Intelligenz, der dafür sorgt, dass Sie dort entsprechend reinschauen können. Sie können auch eine komplette VM wiederherstellen, wenn eine komplette VM ausgefallen ist. Entweder auf dem gleichen Hypervisor, gleichen Datastore, anderen Datastore, anderen Hypervisor, wo auch immer Sie diese VM dann wiederherstellen wollen. Auch hier die Angabe des Datenpfades, den Transportmodus entsprechend vorgeben zu können. Die Vor- und Nachteile der Sicherung mit Access Backup, das, wie gesagt, wiederholt sich jetzt also ein bisschen, beziehungsweise verschiebt sich alles mit Vor- und Nachteilen. Große Datei, schnelle Sicherung, weil, wie gesagt, dort den ganzen Snapshot sichern. Datenpfad können Sie anpassen, das heißt, tief das Ganze zu sichern. Nachteile ist vielleicht bei Access Backup so, dass Sie hier immer komplett diese VM sichern. Sie sichern immer komplett die VM. Es ist zwar immer nur logischerweise der bedeckte Platz, aber es ist keine Zugangsänderungssicherung auf Snapshot-Basis, blockbasiert möglich. Es gibt eine besondere Art hier, dass Sie bei Access Backup eine Zugangssicherung anhand von Dateien, veränderte Dateien machen können. Das heißt, Sie können einen Rotationsjob aufsetzen, der beispielsweise am Wochenende eine Vollsicherung durchführt. Das wäre dann ein Snapshot, volle Maschine, voller Snapshot per Image so weggesichert. Unter der Woche machen Sie Zugangsänderungssicherung. Dann wird der Snapshot nicht komplett gesichert. Der Snapshot wird auf dem Backup-Server gemountet und man schaut dort rein, welche Dateien haben sich verändert seit der letzten Vollsicherung und die würde man entsprechend wegsichern. Ja? Aber nichtsdestotrotz verändert er das Teil, das heißt gerade bei einer großen Datenbank ist die Datei natürlich verändert und muss entsprechend komplett gesichert werden. Granulare Wiederherstellung von Applikationen ist nicht möglich, weil einfach ja, da keine Intelligenz da ist, da ist ja kein Agent möglich, der das entsprechend ermöglicht, dass ich beispielsweise auf den Exchange-Server hinunterkomme. Belastung Hypervisor, okay, das ist immer abhängig von der Umgebung, da möchte ich nicht drauf hingehen. Aber hinweisen, Nachteile sicherlich auch hier, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, das heißt, Sie müssen Agenten hinein installieren und fliegen, damit auch Dateiwiederherstellung entsprechend möglich ist. Schauen wir uns das D2D an. Ist keine Option von Access Backup, sondern ein ganz eigenständiges Produkt. Deswegen auch hier diese CD-Hülle, DVD-Hülle mit der blauen Farbe als Access D2D. D2D steht für Disk-to-Disk. Das heißt, man erkennt schon, okay, das ist ein bisschen andere Technologie. Das ist nicht klassisch eine Datensicherungslösung, Backup-Server, Client-Agent und so weiter und so fort, sondern hier wird generell per Snapshot gesichert. Egal, ob es die virtuelle Welt ist oder die physikalische Welt. Es wird generell per Snapshot gesichert. Auch ein physikalischer Server mit einem Windows-Backup drauf, installieren das D2D drauf und das auch dort wird per Snapshot gesichert. Ja? Egal, ob das virtuell ist oder physikalisch. Das heißt, hier wird das D2D auch in die Maschine hinein installiert, also in das Betriebssystem hinein installiert. Per Snapshot, wie gesagt, über VSS entsprechend Snapshot angestoßen. Und die Besonderheit dabei ist, dass Sie beim ersten Mal den Snapshot voll sichern. Ja, Zustand wird eingefroren, Volume wird eingefroren, komplett gesichert. Natürlich mit Komprimierung, Verschlüsselung und so weiter und so fort. Auf einen Plattenbereich, deswegen Disk to Disk, auf dem Plattenbereich. Bei der zweiten Sicherung, die dann ansteht, wird das Volume wieder eingefroren. Aber jetzt werden nur die veränderten Blöcke seit der letzten Sicherung gesichert. Und das, wie gesagt, für immer und ewig, wenn Sie das so konfigurieren. Sie legen einfach nur fest, wie viele Wiederherstellungspunkte wollen Sie konfigurieren. Beispielsweise wollen Sie täglich sichern, auf einen ganzen Monat zurück, würden Sie typischerweise 31 Tage dort einstellen, also 31 Wiederherstellungspunkte. Am 32. Tag wird genauso gesichert,
Snapshot, nur veränderte Blöcke. Nach der Sicherung liegen logischerweise 32 Versionen dort. Das heißt, er würde dann einen Programmabgleich machen, zusammenfügen im deutschen, im englischen Merge-Prozess, der einfach das Ganze, den ersten Incremental Block-Level-Zuwachssicherung abgleicht mit der vollen. Er generiert sozusagen eine neue Vollreferenz, tauscht Blöcke auf dem Filesystem aus, die dann entsprechend dann das erlauben, dass ich dann wieder 31 Versionen daneben habe. Das Ganze natürlich applikationskonsistent, das heißt auch hier in der Windows-Welt über VSS. Wir haben also alles, was wie gesagt VSS ist, wie vorher angesprochen, das heißt Snapshot wird möglichst konsistent natürlich gesichert. Wir haben auch die Möglichkeit hier natürlich Skripte, das heißt ja, Applikationen, wo es kein VSS für gibt, entsprechend dann vorher zu stoppen vor dem Snapshot, Snapshot bauen, nach dem Snapshot wieder starten und so weiter und so fort. Das Schöne an der Geschichte ist, dass jede Sicherung für sich betrachtet in der Struktur von uns eine Vollsicherung darstellt. Intern wird zwar immer nur die veränderten Blöcke und das andere wird referenziert auf die vorhergehende Sicherung, aber nichtsdestotrotz ist jede Sicherung für sich betrachtet erstmal eine Voll. Das heißt, wenn ich mir eine Sicherung anschaue, auch eine Zuwachssicherung anschaue vom Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wann auch immer, dann sehe ich immer, genau wie der Server an dem Tag zu dem Zeitpunkt aussah. Und habe nicht die Problematik, wie Sie es vielleicht bei klassischen Datensicherungslösungen herkennen, was passiert eigentlich mit gelöschten Dateien, wenn ich mit Zuordnungssicherung arbeite. Das gibt es hier nicht, weil jeder ist für sich Point-in-Time-Darstellung sozusagen. Bedingt dadurch, dass Sie immer nur veränderte Blöcke sichern, haben Sie natürlich die Möglichkeit, erstens ist das Backup-Fenster kürzer, nur veränderte Blöcke. Und bedingt dadurch, dass das Backup-Fenster kürzer ist, haben Sie auch die Möglichkeit, häufiger zu sichern, wenn man auch mehr Zeit hat. Weil klassische Datensicherung heutzutage ist, ich würde schätzen, bei 90-95% aller Installationen immer noch die klassische 24-Stunden-Rotation, das heißt einmal in der Nacht wird gesichert. Wenn man so ein bisschen genauer hinterfragt, dann werden viele sagen, ja, so ganz ehrlich, reicht es wahrscheinlich nicht aus, wenn da irgendein Ausfall ist und der Ausfall ist garantiert kurz vor der nächsten Datensicherung, das heißt, Sie haben gegebenenfalls einen Datenverlust von einem Tag zu verkraften. Ja, wer das nicht haben möchte, hier mit der Lösung haben Sie die Möglichkeit, häufiger zu sichern. Ja, Minimum alle 15 Minuten. Das heißt, alle 15 Minuten Snapshot, veränderte Blöcke von den letzten 15 Minuten werden gesichert und Sie haben die Möglichkeit, auf jede Viertelstunde entsprechend wieder zurückzugehen. Die Lösung T2D ist eine webbasierte Lösung, das heißt die ganze Administration, Konfiguration, Dokumentation ist komplett webbasiert, das heißt Sie können von jedem Ort der Welt sozusagen auf diese Umgebung zugreifen. Es ist keine klassische Client-Server-Umgebung, sondern komplette Web-Oberfläche, was natürlich wunderschön ist. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, das ist nicht nur physikalisch, sondern auch virtuelle Welt. Betrachtet auch das eigentliche Thema von heute, Sicherung von virtuellen Welten würde bedeuten, dass Sie das T2D in die VMs hinein installieren würden und dann entsprechend sichern. Aber Sie könnten das, wie gesagt, auch auf Physik machen, hätten ein gewisses Konzept. Bei der Physik ist noch ein entscheidender Vorteil, es gibt hier ein Bare Metal Recovery. Funktionalität Bare Metal Recovery heißt, wir erstellen ein Boot-Medium über die Lösung T2D und können bei Ausfall eines Servers eine komplett neue Maschine, auch unterschiedlichster Art, also unterschiedliche Hardware, dass diese Datensicherung dann entsprechend auf diesen neuen Server zurückkommt. Fünf Wiederherstellungsmöglichkeiten stehen hier. Das sind hier mal ein Screenshot, wie diese fünf aussehen werden. Da gehen wir jetzt so ein bisschen genauer darauf ein. Wir haben die sogenannte Point in Time, hatte ich schon erwähnt. Das heißt, Sie sehen in jeden Wiederherstellungspunkt hinein und können dann das Ganze entsprechend wiederherstellen, weil Sie genau sehen, ah, der Server, die Dateistruktur sah zu dem Zeitpunkt genau so aus. Und Sie haben natürlich das Ganze auch auf SQL-Ebene, das heißt, Sie können die SQL-Ebene runter machen, eine einzelne Datenbank wiederherstellen. Hier ist es ein SharePoint-Server mit ein bisschen mehr Datenbank dahinter. Und aber auch einen Exchange-Server, ein E-Mail-Server, bis wie gesagt runter auf die Datenbank. Und Sie haben auch die Möglichkeit, obwohl es eine Snapshot-Sicherung ist, hinunter auf die einzelne E-Mail das Ganze wiederherzustellen. Das heißt, hier haben Sie auch die Möglichkeit, das Ganze ist webbasiert, das heißt, diese Screenshots hier aus der Web-Oberfläche heraus, das heißt, Sie haben die Möglichkeit, auch hier auf eine einzelne E-Mail herunter, die zu selektieren nachher und dann das gleiche Postfach, anderes Postfach, wo auch immer, wiederherzustellen.
Auch hier Vor- und Nachteile der D2D-Lösung. Wiederholt sich, wie gesagt, beziehungsweise verschiebt sich nochmal. Große Datei, weil Snapshots vor kurzem Backup-Fenster. Hier aber der Vorteil gegenüber Access Backup: einmalig voll, danach nur noch Block-Level-Zugangssicherung. Granulare Wiederherstellung, trotzdem möglich. Exchange SQL, einzelne E-Mails und so weiter. Nachteil: die Sicherung, die Ablage, D2D, also das To-Disk, heißt hier, es ist ein Netzwerk-Share. Das heißt, es ist, ja, typischerweise habe ich hier geschrieben, über LAN. Typischerweise deswegen, weil es könnte ja auch sein, dass Sie dort auf eine externe Platte, interne Platte, eigenes Volume, was auch immer sichern. Bezogen auf die virtuelle Umgebung, sicherlich Belastung, Hypervisors, aber Sie müssen immer durch die Virtualisierungsschicht logischerweise hindurch, also bei der Sicherung und so weiter und so fort. Installation von D2D natürlich auch hier in jedem Gast, beziehungsweise die Pflege. Hier gibt es aber eine zentrale Oberfläche, die schauen wir uns noch einmal an, wo Sie das Ganze abhändeln können, aber nicht so sofort. Man muss es ja tun. Das, wie gesagt, ein bisschen anders, die Produktfamilie. Die beiden, das Grüne und das Blaue, hatten wir jetzt abgehandelt. Jetzt kommt ein neues hinzu, sogenannte Host-Based VM Backup. Ist eine Technologie des D2Ds, aber speziell für die virtuelle Welt, sprich von außen zu sichern. Auch hier webbasierte Oberfläche, man installiert also das Central VM, Host-Based VM Backup, so, auf einem Server und hat dann diese, ja, Web-Oberfläche. Es geht jetzt darum, dass wir, wie gesagt, hatte ich dieses Bild extra stehen lassen, weil das ganz gut das Ganze erklärt. Wir haben also hier den Host-Based VM Backup Server. Sie haben hier, ja, er nennt sich eigentlich Proxy-Server. Das ist also der Server, der die eigentliche Sicherung durchführt. Hier ist es eine Physik, kann wie gesagt auch eine virtuelle Maschine sein. Das kann auch eine Maschine sein. Ja, hier ist es mal losgelöst, einfach um das ein bisschen vielleicht einfacher zu erklären. Das ist der Server, auf den Sie sich verbinden, auf den Sie eine Konfiguration aufsetzen, Ihre Infrastruktur discoveren. Hier ist es vCenter das Server mit drei ESX-Servern. Und jetzt sagen Sie hier beispielsweise auf dem ESX3, die VM1 beispielsweise soll gesichert werden. Das heißt, hier auf dieser Maschine selber, auf dem Windows dieser VM1, wird nichts installiert. Ja? Und, sondern der Befehl geht hier an diesen Server, da läuft ein Windows mit einem D2D drauf, der bekommt den Befehl, aha, 20 Uhr soll er diese VM1 sichern. Diese Maschine, diese Proxy-Server stößt jetzt den Snapshot an, wie wir das vorhin in der Animation gesehen haben. Der Snapshot wird hier zugewiesen, per D2D-Technologie gesichert. Erst einmal voll, zweite Mal incremental über Changeblock-Tracking von VMware. VMware bietet ja die Möglichkeit hier Changeblock-Tracking, das heißt beim zweiten Mal bekomme ich nur die veränderten Blöcke seit der letzten Sicherung, seit dem letzten Snapshot. Und dann wird das entsprechend weggesichert auf einem Share. Ja, das ist Host-Based VM Backup. Nachteil dieser Lösung vielleicht ist sicherlich, das Ganze liegt erstmal auf einer Platte. Ja, hier haben Sie schlecht die Möglichkeit, das auf Band zu bringen. Aber es gibt eine Integration von D2D bzw. Host-Based Backup in Access Backup. Hier unten sehen Sie so einen kleinen Screenshot, wo Sie jetzt diese Server sehen in Access Backup. Hier sind das ganz normale D2D-Server. Hier ist es klassische VMware-Umgebung mit einem sogenannten Proxy-Server und meinem eigentlichen D2D in der Maschine hinein. Und die würde ich dann entsprechend hier auf Band sichern. Das Ganze funktioniert nämlich genau so, dass ich bei der klassischen Lösung hier meinen D2D-Server habe, die jetzt Ablage auf der Platte haben. Und diese Integration läuft dann über Access Backup. Das heißt, Access Backup, ja, generiert dann zum Zeitpunkt der Sicherung sozusagen, pickt er sich alle notwendigen Blöcke zusammen, was eine Vollsicherung darstellt, und schreibt dann sozusagen eine Vollsicherung aufs Band mit der Möglichkeit, auch einzelne Dateien wiederherzustellen aus der eigentlichen D2D-Sicherung. Das ist die klassische Integration, Einzelintegration. Hier unten ist diese Proxy-Integration, wo ich ganz einfach mehrere D2D-Server bzw. Host-Based Backup-Server habe, die auf einen gemeinsamen Plattentopf schreiben, und dann gibt es eine Proxy, ein sogenannter D2D-Proxy-Server, der dann das gesammelt sozusagen zum Access Backup abschiebt.
So sieht das Ganze dann in der Wiederherstellung bei Access Backup aus. Das heißt, Sie sehen auch hier auf der einen Seite, diese Maschine wurde partitutiv gesichert, aber Sie können da reinschauen und auch einzelne Dateien, Datenbanken und so weiter entsprechend wiederherstellen. Vor- und Nachteile dieser Host-Based-Lösung. Große Datei wieder, Snapshot, Vorteil wieder voll, einmal voll, danach Block-Level-Zugangssicherung über Change-Block-Tracking von VMware, granulare Wiederherstellung von Applikationen möglich. Kaum Belastung des Hypervisors, wie gesagt, weil das Ganze ja per Snapshot, der Snapshot wird zugewiesen und dann wird er entsprechend gesichert. Verschiedene Methoden des Zugriffs, also der Dateizugriff auf den Snapshot. Der Fahrzugriff, hier keine Installation der Software in die einzelnen VMs hinein, also auch keine Pflege dieser Software, weil Sie müssen diese Software ja nur auf diesem Proxy-Server in Anführungsstrichen installieren und pflegen. Nachteil, sicherlich D2D schreibt erstmal nur auf die Platte, aber das braucht er natürlich, damit er diesen Block-Level-Zuwachs machen kann und dann, damit er das Ganze nachher dann auch aufräumen kann sozusagen. Über diese Access Backup Integration haben Sie auch die Möglichkeit, das Ganze trotzdem auf Band zu bringen, was ja viele noch immer tun. Hier nochmal die Produkte, die wir jetzt angesprochen haben. Klassische Lösung Access Backup, dann das ganze Thema D2D, sowohl für die Physik als auch für die virtuelle Welt und dann die Host-Based VM Backup explizit für die virtuelle Welt bei VMware. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das an. Eine Frage ist zwischendurch reingekommen, ist die Sicherung von D2D auch für Exchange 2013 möglich? Noch nicht ganz. Wir sind gerade in den letzten Zügen, hier ein Update rauszubringen, dass auch D2D mit dem Exchange 2013, weil da geht es natürlich auch darum, dann in die entsprechenden Postfächer reinzuschauen, um dann auch einzelne E-Mails wiederherzustellen. Wie gesagt, noch ein bisschen Geduld bitte. So, dann gucke ich mal, was wir. Hier sehen Sie jetzt meine kleine Demo-Umgebung. Das ist, wie gesagt, meine Demo-Umgebung, vielleicht noch ein bisschen zur Erklärung. Der Server selber, hier sehen Sie Windows 2012 Server, das ist sozusagen der klassische Backup-Server, wenn Sie so wollen. Der heißt hier in meiner Umgebung Optiplex, ist eine physikalische Maschine mit einer Hyper-V-Rolle drauf. Das heißt, es gibt auch hier ein paar Hyper-V-Gäste und einfach, und im Hintergrund gibt es noch separat noch eine physikalische Maschine, meinen vS451 Server, der entsprechend hier auf einer physikalischen Maschine entsprechend läuft und der natürlich entsprechend auch ein paar Gäste drauf hat. Mit verschiedensten Data Stores, Sie sehen hier vielleicht unten, ein bisschen Auflösung ein bisschen größer machen, Sie sehen hier verschiedene Volumes, einmal ein lokales Volume, einmal iSCSI Volume, einmal ein geshared Volume, das ist geshared zwischen dem Windows Server und dem vS451 Server. Hier, wie gesagt, ein paar Gäste drauf. Schauen wir uns vielleicht, weil das von der Thematik in der Präsentation auch so war, Access Backup an. Hier ist das klassische Access Backup. Das heißt, hier haben Sie dann das klassische Access Backup in der Datensicherungsmanager, in den Quellen, dann die entsprechenden Maschinen. Hier die Agenten, die klammern wir mal das ein bisschen aus. Es geht um die virtuelle Welt, das heißt auf der einen Seite die VMware-Umgebung mit den entsprechenden, Proxy-Server, das ist bei mir der Proxy-Server, das ist in dem Fall hier eine virtuelle, wie der Name schon sagt, Hot Ad, schwer zu erkennen. Das ist hier diese Maschine und die greift dann auf den vS451 zu und die sieht dann diverse, wie gesagt, hier Maschinen-VMs. Hier sind einige, die sind nicht mehr da, beziehungsweise ausgeschaltet. Nehmen wir mal die Maschine Buchhaltung beispielsweise. Dann sehen Sie, aha, diese Maschine Buchhaltung hat eine Platte C, aber Sie kommen jetzt nicht tiefer rein. Sie können diese Maschine Buchhaltung selektieren und entsprechend sichern. That's it. Ja, genau das Gleiche eigentlich für die Hyper-V-Umgebung. Hier gibt es Hyper-V Optiplex, das ist der Server selber hier. Und da sehen Sie hier beispielsweise eine Maschine, eine hat glaube ich noch zwei Platten, nee, doch nicht. Da sehen Sie entsprechend auch hier die Platten, aber Sie kommen auch hier nicht weiter hinein. Das heißt, die würden Sie selektieren,
entsprechend sichern, Snapshot Registry und so weiter und so fort, was wir vorhin alles gesehen haben, und dann wird das entsprechend gesichert werden. Bei der Wiederherstellung haben Sie dann die Möglichkeit, nehmen wir mal die gleiche Maschine, die Buchhaltung hier. Hier ist die Buchhaltungsmaschine, zur Erinnerung, das war die auf der VMware-Umgebung. Das heißt, die RAW-Maschine, sehen Sie hier, ist der Snapshot. Das ist der Snapshot und der Größe, der belegten Platz, aber Sie können da auch reinschauen. Das heißt, ich kann auch da reinschauen und eine einzelne Datei selektieren, eine einzelne Datei entsprechend wiederherstellen. Genau das gleiche ist, weiß ich gar nicht, eine Hyper-V-Maschine hier habe, das ist eine Hyper-V-Maschine sein. Nicht, ist das eine. Moment. Nee, habe ich jetzt hier keine. Da. Da ist eine. Da ist eine Hyper-V-Maschine. Hier sehen wir, das sind die VHWs. Das ist genauso gesichert, wie gesagt, über den Hypervisor entsprechend, dann werden die entsprechenden VHDs gesichert, hier die VHD dieser entsprechenden Maschine. Aber auch hier können Sie dann in den Snapshot hineinschauen, mal einzelne Dateien selektieren. Das Thema, was wir vorhin entsprechend gesehen haben. Gucken wir uns das vielleicht ArcSurf D2D an, weil das hier als zweite Lösung angesprochen wurde. Wenn Sie ArcSurf D2D installieren oder installiert haben, haben Sie unten in der Taskleiste so ein Icon, wo Sie entsprechend sehen, D2D, wann die nächste Sicherung ansteht und wann wie viel Platz auf dem Datensicherungsziel noch zur Verfügung steht. Dann haben Sie hier über das Kontextmenü die Möglichkeit, hier verschiedenste Sachen zu machen. Hier bei der ersten Installation ist es hier rot, das Icon, weil es noch gar nicht konfiguriert. Die Konfiguration schauen wir uns jetzt mal hier an. Das heißt, Sie loggen sich hier über die Oberfläche ein. Das Ganze ist jetzt schon konfiguriert, das heißt, es gibt hier schon ein paar Sicherungen. Sie würden dann hier in den Einstellungen reinschauen. Die Einstellungen sind gegenüber einer klassischen Datensicherung wesentlich einfacher, weil hier geht es ja nur darum, zu selektieren, welche Volumes sollen gesichert werden und wohin und wie oft. Das ist so grob genommen alles. Ja? Das heißt, Sicherungseinstellung, Sicherungsziel, das ist hier ein Laufwerk R, das ist hier auf meinem Hypervisor das Laufwerk R. Und vielleicht erkennen Sie das hier, das ist ein RDX-Laufwerk, das sind diese kleinen Wechseldatenträger. Das ist, wie gesagt, hier mal ein RDX-Laufwerk, weil es immer doch wieder vorkommt, dass Leute ein RDX-Laufwerk einsetzen. Das sind hier mal dargestellt RDX-Laufwerke, da sichert die Maschine, in dem Fall hier Optiplex hin. Ja, deswegen ist es hier in dem Fall jetzt ein direkter Laufwerksbuchstabe. Sonst wäre es sicherlich ein Pfad, ein UNC-Pfad mit Wechsel, Servernamen etc. Dann legen Sie fest, was soll gesichert werden? Typischerweise würde ich mal behaupten, ist es sicherlich die ganze Maschine. In dem Fall ist es nicht meine ganze Maschine, weil ich hier natürlich diverse Platten habe als Dateiablage, die würde ich jetzt nicht jedes Mal sichern wollen, sondern bei mir wird hier jetzt einfach nur das Laufwerk C entsprechend gesichert und das war's. Ja. Hier bei den Einstellungen sehe ich noch, aha, es handelt sich hier um ein UEFI-System. Nochmal der Hinweis, UEFI unterstützen wir logischerweise auch. Bei Bare Metal Recovery auch den Wechsel zwischen UEFI und BIOS-Geschichten. Das heißt, deswegen sehe ich hier dieses typische Boot-Volume nicht. Das ist also die Auswahl der Sicherungsquelle, Sicherungsziel. Und jetzt geht es darum, wie viele Wiederherstellungspunkte möchte ich definieren. Standard, wie gesagt, ist die Version 31. Ich habe das hier mal runtergebrochen, bei mir sind nur 4 Wiederherstellungspunkte. Die hier definiert Komprimierung, Standardkomprimierung, man hat hier die Möglichkeit zwischen keine und maximale. Und hier nochmal die Verschlüsselung einzustellen. Ja, würde man wahrscheinlich gerade bei solchen Wechseldatenträgern hier die Verschlüsselung einstellen, weil die Daten sicherlich dann entsprechend außer Haus gehen. Man kann auch die Sicherungsbandbreite sozusagen limitieren, wenn man oben auf einem Netzwerkfreigabe sichert, macht das vielleicht Sinn, dass man hier die entsprechende Geschwindigkeit ein bisschen begrenzt. Dann hat man nochmal ja, so eine geschätzte Übersicht über, wie viel Platz man eigentlich braucht bei der Anzahl von Wiederherstellungspunkten. Aber Vorsicht, es ist sicherlich geschätzt, weil natürlich hier davon auszugehen ist, ja, wie viel schaffe ich bei der Komprimierung, wie viel Änderungsrate habe ich bezogen auf Blockveränderungen, ist sicherlich ein bisschen schwierig zu kalkulieren. Das wird hier die Praxis besser zeigen. Also hier geht es einfach nur darum, festzulegen, Quelle, Ziel sozusagen und wie viele Punkte. Dann geht es in den Ablaufplan.
Startdatum, das liegt ein bisschen zurück hier, als ich das konfiguriert habe, und hier planen Sie, wann es wiederholen wird. Typisch wäre wahrscheinlich sowas hier, dass Sie sagen, einmal am Tag soll es wiederholen, abends 22 Uhr, 20 Uhr, was auch immer. That's it. Das ist für diesen Reiter alles ablaufbar. Erweitert, hier können Sie noch festlegen, dass die Transaktionslogs abgestellt werden, weil jetzt wird ja nicht über die API des jeweiligen Applikationsherstellers hier mit der Daten, mit der Applikation gesprochen bei der Sicherung, sondern jetzt wird von außen ja der Snapshot dann gezogen. Deswegen werden die Transaktionslogs nicht abgeschnitten. Damit die natürlich nicht uferlos anwachsen, definieren Sie hier zu sagen, okay, SQL Server und Exchange Server ist hier, wie gesagt, die Transaktionslogs abzuschneiden. Und dann hier noch ein paar Administrationen und Geschichten vor und nach. Eigentlich war es das. Für die reine Konfiguration war es das. Das ist die D2D-Konfiguration. Und dann sichert, wie gesagt, diese Maschine. Nochmal kurz dargestellt bei der Wiederherstellung. Haben Sie das zum vorigen Screenshot schon? Wiederherstellungspunkte. Sie können also, wie gesagt, in die Wiederherstellungspunkte. Und können jetzt diese Wiederherstellungspunkte sehen, über so eine Kalenderfunktionalität, die aufbrausen, die Datei selektieren und go. Ja. Das ist, wie gesagt, die Lösung, da wollte ich nicht hin. Dateien, Sie können natürlich auch Dateien suchen, wenn Sie nicht genau wissen, wo bin ich denn, wo liegen dann an der Datei, können ich dann entsprechend suchen. Und E-Mails, natürlich auch einzelne E-Mails zu wiederherzustellen. Hier, das ist ein Exchange-Server, müsste ich auf einen anderen Exchange-Server gehen. Hier. Hier die Exchange-Datenbank und dann sehe ich hier meine Postfächer, meine Inbox und sehe hier meine E-Mails, kann die selektieren und kann sagen, diese wiederherstellen. Ja, also das, wie gesagt, das reine D2D. Das reine D2D. Dafür gibt es aber auch eine Oberfläche. Ich habe gerade gesehen, dass ein paar Fragen reinkamen. Es gibt hier für den sogenannten Jetzt komme ich mich, glaube ich, vertippt. Na. Protection Manager heißt er. Das ist die zentrale Verwaltung meiner D2D-Server. Ja, ich habe hier nicht so besonders viel eingefügt, aber auch einige sind gefunden. Geht am gleichen Prinzip. Sie pflegen hier die Knoten hinein. Das sind also Ihre zu sichernde Maschine. Können Sie hier, wie gesagt, erkennen über eine Domänenstruktur. Das ist einfach sozusagen die AD-Abfragen, Sie können hier einzeln einfügen, die Knoten und so weiter und so fort, aus dem ESX und so weiter und so fort, können Sie die Maschinen hinzufügen. Dann legen Sie Richtlinien fest, das ist sozusagen die Einstellung, die legen Sie hier dann fest. Sie sehen, okay, eigentlich genauso aus, wie wir es vorhin gesehen haben, Sicherungsziel, Sicherungsquelle. Jetzt sieht die Quelle natürlich ein bisschen anders aus, wenn ich hier in die Einzelnen, jetzt sehe ich nämlich die einzelnen Volumes. Weil diese Sicherungsrichtlinie nachher verteilt wird auf mehreren Servern. Deswegen ist es keine Live-View. Kann es ja nicht sein. Weil es geht ja hier um mehrere Server. Ist wahrscheinlich schwierig zu definieren. Deswegen ist es sicherlich typischer, dass ich hier Gesamtrechne. Sonst ist alles genau das Gleiche. Ja, hier oben ist es übrigens hier ein Share, ein Weiß. Beigabe, Wiederherstellungspunkte, Komprimierung, Verschlüsselung, Ablaufplan. Alles genau das Gleiche. Wenn Sie jetzt einen solchen Sicherungsrichtlinie definiert haben, können Sie diese Richtlinie entsprechend Servern zuweisen. Hier sehen Sie, dieser Server wird zentral verwaltet. Sie sehen hier, aha, das ist sogar ein SQL-Server. Hier ist nochmal ein SQL-Server. Hier wäre sogar ein Exchange-Server, der entsprechend eine Richtlinie bekommt. Sie sehen hier dann auch, diese Server haben diese Richtlinie. In der Gesamtübersicht sehen Sie hier auch Servername, die Richtlinie. Das macht dann vielleicht Sinn, die irgendwie logisch zu benamen. Hier hatte ich einfach manuell, weil das kein, kein Rotationsjob, sondern manuell angeschlossen war, als eine Demo-Umgebung. D2D auf Optiplex. Alles ganz einfach auf die Freigabe D2D auf meiner Maschine Optiplex einfach. Hier haben Sie einen Status. Hier nicht wundern, warum das hier so ein Ausrufezeichen hat. Hat einfach damit zu tun, dass Sie die Anzahl der Wiederherstellungspunkte noch nicht erreicht haben. Es sind erst 2 von 7. Hier unten ist Server, der hat zum Beispiel diese 4 von 4, die hat er schon erreicht. Ja, und dann haben Sie auch hier die Möglichkeit, über die zentrale Oberfläche dann auch komplett darauf zuzugreifen. Sie haben auch die Möglichkeit,
direkt über die, an die Oberfläche heranzukommen, vom Netzsichern, wiederherstellen und so weiter und so fort. Alles zentral. Sie müssen jetzt kein Interhopping machen von Server zu Server. Das ist die zentrale Oberfläche von D2D, Protection Manager. Dann die dritte Lösung aus der Präsentation, das Host-Based VM Backup. Da geht es dann um die virtuelle Welt in Hyper-V. Das Screenshot kennen Sie wahrscheinlich wieder, den hatte ich ja verwendet in der Präsentation. Hier geht es ähnlich von der Struktur her, Knoten. Sie haben hier genauso die Knoten. Die discovern Sie jetzt aber logischerweise nicht aus der AD heraus, sondern aus Ihrem vCenter bzw. ESX importieren. Und dann haben Sie hier diese Knoten hinzugefügt. Nicht wundern, warum hier einige unbekannt sind, die sind einfach momentan einfach aus. Daily Use, noch eine kleinere Gruppe, ein bisschen übersichtlicher. Und dann gibt es genau das gleiche Thema. Hier wird jetzt hier nichts installiert, sondern hier bei den Richtlinien legen Sie die Richtlinie fest und weisen nachher die Richtlinie zu. Die Richtlinie allerdings, schauen wir uns mal eine an, sieht ein bisschen anders aus. Ein bisschen. Sicherungsziel ist wieder eine Freigabe. Jetzt gibt es aber keine Quelle. Hier zur Erinnerung war ja vorher immer die Quelle, gesamte Maschine oder die Volumesicherung. Hier ist es der Sicherungsproxy, den ich definiere. Das ist also die Maschine, auf die mein Windows drauf ist, ein D2D drauf ist. Mit dem Namen Security Information Port für D2D, Standard 8014. Sonst ist alles genau das gleiche. Auch Ablaufplan und so weiter und so fort, alles genau das gleiche. Jetzt, wenn ich hier eine Maschine, nehmen wir mal hier die Maschine Buchhaltung, jetzt sichern würde, dann sehen Sie, aha, das ist die Hotad, das hatte ich extra so benannt. Das ist also mein Proxy-Server manuell auf HD, auf eine Freigabe auf der Platte, nicht auf RDX. Und dann sehen Sie hier genau das Gleiche. Aber genau das Gleiche haben Sie die Möglichkeit jetzt zu sichern. Sie können sich auch anmelden bei D2D. Dann müssen Sie auch sagen, das ist aber komisch, weil auf der Maschinenbuchhaltung ist doch auch kein D2D installiert. Richtig. Wenn ich sage, hier am Anmelden bei D2D passiert Folgendes, dass Sie oben in der URL vielleicht genau sehen, Hot Add, das ist also meine Proxy-Maschine, Port 8014, und der sagt jetzt hier hinten, vS4 VM-Maschine Buchhaltung. Ja, ich greife jetzt über die Proxy-Maschine auf die Sicherungsrichtlinie sozusagen von Buchhaltung zu. Sieht genauso aus eigentlich wie das klassische D2D, nur es ist nicht das D2D der Maschine Buchhaltung, weil da ist D2D drauf, der Maschine Buchhaltung, sondern das ist das von dem Proxy-Server. Dann habe ich genau die gleiche Möglichkeit. Ich kann hier wieder herstellen, sichern, alles genau gleich, wie Sie es kennen. So, dann will ich mal gleich gucken nach den Fragen, die in der Zwischenzeit so eingetrudelt sind. Auch ein paar. Fangen wir mal oben an. Exchange 2013 hatten wir. Wir benutzen D2D über die zentrale Lösung. Dort kann ich lediglich alle Volumes sichern und einzelne Laufwerke über ihre Laufwerksbuchstaben. Wie sichere ich dann per Bare-Metal-Recovery das unmissbare Startvolumen? Ah, ja, in den Richtlinien, muss ich gerade die nehmen oder dann, nee, da nicht, das sind die falschen. Dann müssen wir gleich mal auf. Ja. Protection Manager. Das mal so lange zu. In den Richtlinien, wollen wir bearbeiten, gibt es hier, wie gesagt, die Möglichkeit, Gesamtrechner als Standardeinstellung und hier gibt es die Möglichkeit, einzelne Volumes auszuwählen. Und hier würden Sie dann beispielsweise C, Startvolumen, System Volume, ja, sowas definieren. Ja. Immer daran denken, dass das dabei ist, weil sonst bootet die Maschine nicht. Ja. Ab Windows 2008 gibt es ja immer diese Startvolumen, typischerweise zumindest. Immer daran denken, dass das entsprechend ausgewählt wird, sonst kein Bare-Metal-Recovery. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Das ist, glaube ich, die gleiche Frage mit dem Laufwerksbuchstaben zuweisen. Nein, nicht so machen, sondern wie gesagt, so wie ich gerade erklärt habe. Kann auf dem Knoten, auf dem Central Protection Manager selbst auch eine Richtlinie angewendet werden? Ja, kann eine Richtlinie angewendet werden. Sie können auch dort eine Richtlinie anwenden. Gleich der Hinweis, es gibt so ein paar Standardeinstellungen. Das heißt, wenn Sie auf dem Server selber auch eine gleiche Richtlinie
dann müssen Sie aufpassen, dass Sie bei der Richtlinie, wo kann ich sie jetzt zeigen? Hier bei den Voreinstellungen, bei Aktualisierung, hier darauf achten, dass hier, dass Sie hier die gleiche Maschine definieren. Gegebenenfalls müssen Sie, ja, weil sonst macht er sozusagen von sich selbst ein Update. Das heißt, Sie sollten vielleicht eine eigene Richtlinie machen für den Einzelnen, für den Server selber. Sonst kommt da typischerweise so eine Meldung, dass hier diese Einstellung nicht ganz stimmt. So. Wie sieht die Lizenzierung bei Central Hostbase sogar aus? Pro VM oder pro Host? Die Lizenzierung bei Hostbase Backup sieht so, sieht so aus, dass es ja schon eine ganze Weile eigentlich eine sogenannte Lizenzierung per CPU-Sockel gibt. Das heißt, sie lizenzieren die CPUs des Hypervisors. Nehmen wir mal einen ESX-Server, der hat typischerweise, sage ich mal jetzt mal, zwei CPUs, Physical CPUs, unabhängig von Cores, da würden Sie sogenannte Per-Socket-Lizenzierung. Da gibt es eine sogenannte RPO für Recovery Point Objectives. Bei Recovery Point Objectives sind ja alles diese Punkte für die Wiederherstellung. Ja, wie weit können Sie dann entsprechend zurück? Bezieht sich produktmäßig dann auf Access Backup, Access D2D, Host-Based, alles. Und ein paar Replikationen, Access Replication sind da drin. Und das, wie gesagt, lizenzieren Sie per physikalische CPU. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Round and Bound, also nur in Größenordnung, ist pro CPU bei 3 Jahren Maintenance Listpreis bei ungefähr 1000 Euro. Ja, also sehr, sehr kostengünstig, gerade wenn man überlegt, dass da alle drin sind. Ne? Alle Komponenten sind da drin. Jetzt muss ich gucken, ob ich keine überspringe. Wie läuft das Update mittels Central Partition Manager auf den einzelnen D2D-Server? Das hatten wir gerade, glaube ich, schon angesprochen. Das heißt, dort können Sie entsprechend das Update durchführen. Was ich natürlich nicht gezeigt habe, fällt mir gerade ein, ist, bei Central Partition Manager gibt es hier natürlich noch Bereitstellen. Und ganz am Anfang würden Sie ja den Central Partition Manager aufsetzen und würden hier auf Bereitstellen klicken und würden hier die Software erstmal installieren. Ja, also das D2D installieren, ein klassisches D2D haben, wenn Sie hier über diese Bereitstellung, Remote-Installation sozusagen. So. D2D Workstation, welche Frage das ist? Herr Simonis, ja, wir können sicherlich gerne nochmal im Nachgang Kontakt aufnehmen. Das geht vielleicht doch ein bisschen zu weit hinein. Sonst, wie gesagt, komme ich gleich wieder zurück. Ich hoffe hier, dass Sie schon mal so einen Überblick bekommen haben. Das Letzte, was ich vielleicht nochmal zeigen möchte, ist diese Integration in ArcSurf Backup. Das heißt, Sie haben hier in ArcSurf Backup bei den Quellen ja natürlich auch hier Ihre D2D-Server. Und diese sogenannten Proxy-Server. D2D-Server heißt, Sie würden einen D2D-Server direkt ansprechen. Der kontaktiert sich ArcSurf Backup hin, nehmen wir hier diesen ASPU, ASDB SQL, verbinden sich mit dem D2D und der sammelt dann eine Vollsicherung zusammen und sichert die typischerweise auf Band. Bei den Proxy-Servern ist es so, dass Sie dort auf die Zentrale, gerade bei Hostbase Backup haben Sie ja kein D2D auf die einzelnen VMs installiert, sondern da ist es ja nur auf diesem Proxy-Server installiert. Deswegen haben Sie hier einen sogenannten Proxy-Server und der verwaltet jetzt mehrere VMs. Das sehen Sie hier, das ist mein Hotend, das ist meine Virtual-Maschine, nochmal zur Erinnerung. Das ist der Proxy-Server, der eigentlich sicher unterstützt. Hier sehen Sie, hier taucht wieder die Maschinenbuchhaltung auf. clr.local add vs451. Und die würden halt selektieren. Dann würde ein ArcSurf Backup Job losrennen, würde den Hot-Add hier ansprechen und sagen, gib mir mal bitte die Blöcke der letzten Datensicherung von den Buchhaltungsmaschinen und ich baue daraus eine Vollsicherung zusammen. Also es kriegt mir alle Blöcke raus, die notwendig sind, um den Stand der letzten eigentlichen Incremental-Sicherung dieser Maschine Buchhaltung zusammenzubauen und sichert das dann weg.
sieht dann bei der Wiederherstellung so aus. Bleiben wir bei dem Beispiel. Hier ist er, glaube ich. Ja. Buchhaltung. Ja, das sehen. Aha, das ist eine D2D-Sicherung gewesen. Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, komplett D2D wiederherzustellen. Wir haben jetzt direkt, glaube ich, funktioniert. Aber ich kann auch reinschauen. Ich kann direkt da reinschauen. Zur Erinnerung, die eigentliche Sicherung ist eine Host-Base-Backup-Sicherung mit der D2D-Technologie. Snapshot, Block-Level, Incremental. Ja, das ist diese Geschichte. Also, man bekommt die Daten aufs Band, mit der Intelligenz dann auch einzelne Dateien wiederherstellen zu können. So. Das war es aber dann auch, glaube ich, im Präsentationsteil. Und wie gesagt, hier nochmal meine Kontaktdaten. Wir sind schon über die Stunde, als wir uns angepeilt, eine Stunde zu machen. Sind noch ein bisschen drüber, fast Punktlandung. Meine Kontaktdaten, wie gesagt, der Herr Simonis war das, glaube ich, der bitte nochmal kontaktieren im Nachgang. Dann besprechen wir das nochmal durch, was das da war oder was das für eine Frage ist. Sonst sage ich vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, der Link für die Aufzeichnung wird rumgeschickt, beziehungsweise einfach mal auf YouTube suchen. Ja, lassen Sie noch ein paar Stunden Zeit nach dem Ding, wie ich es hochgeladen habe. Dann taucht dort die Aufzeichnung, liegt dort dann dort zum Anschauen. Sage ich vielen, vielen Dank. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, es ist Freitagmittag. Dann sage ich schon mal, schönen dritten Advent haben wir ja schon. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.